Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Coop-Studio. Die Ferienzeit steht vor der Tür. Auch wir machen eine Sommerpause. Wir sehen uns wieder im September. Bis dann, schönen Abend. Was erzählst du? Wir haben ja noch eine Sendung. Nein, sicher nicht. Jetzt tun wir noch auspampern und aufräumen. Ja, ich habe noch ein ganzes Menü vorbereitet. Guten Abend miteinander. Und was für eins ist ein originell verpacktes Bullebröschli auf Tex-Mex-Gemüse? Und das sind meine Zutaten. Das sind Schweizer Bullebröschli aus tierfreundlicher Haltung. Woher gehst du eigentlich in die Ferien? Oh, ich kann das Jahr keine Ferien machen. Ich habe so einen Kochkurs zum geben. Oh, das ist so schade. Sonst habe ich glaube 8 Wochen auf Mexiko. Oh, dort würde ich nicht hingehen. Dort grassiert ein Kaktusvirus. Ein Kaktusvirus? Ja. Das kenne ich gar nicht. Oder muss ich die Ferien umbuchen? Das ist ja noch gefährlich. Ich starte gerade mit dem Tex-Mex-Gemüse. Da habe ich Zwiebeln, Knoblauch und Chili schön angedämpft. Und jetzt kommen die Maiskörner rein. Dann weiter habe ich 2 Sorten Peperoni. Rote und gelbe. Und jetzt kann das richtig gut andämpfen. Dann zur Verfeinerung und auch gleichzeitig ein bisschen Würze ist der Honig, den ich dazugebe. Und dann lösche ich es noch ab mit ein bisschen Wasser. So. Jetzt lasse ich das während 5 Minuten schön köcheln. Dann ist es zu weg. Und anschliessend kann ich dann die roten Bohnen rein tun und Tomatenwürfel. Susanne, ich habe umgebucht. Ich gehe auf Tunesien. Tunesien? Mhm. Oh, dort ist aber der Kamelwahnsinn ausgebrochen. Kamelwahnsinn? Mhm. Mein Gott, Kamelwahnsinn? Mhm. Das habe ich noch nie gehört. Das kann ja auch nicht gehen. Das gibt es ja gar nicht. Hier habe ich Maisblätter, die habe ich vorher heiß abgespült, dann ein bisschen abgetopft. Und hier werden jetzt Bullebröschli eingepackt. Die Bullebröschli die habe ich mariniert mit den Zutaten Honig, den Öl, den Knoblauch, Chili und Sojasauce. Weißt du was? Ich gehe auf Italien. Italien? Dort streikt Pizzaiolo. Pizzaiolo streikt? Ja, mein Gott, ich kann ja nie in die Ferien. Ich will so gerne Pizza haben. Kannst du mir helfen einpacken? Ja, klar. So, prima. Und die Bullebröschli werden jetzt in diesen Maisblätter eingepackt und geben nachher ein super feines Aroma ab. Mhm. Weil das kommt jetzt recht gerade anschliessend aufs Gemüse rauf und sie bleiben schön, schön zart. Danke vielmals. Also oben aufs Gemüse legen. René, Beitrag. Ich habe doch meine Sommerferien, ich habe doch nichts gelernt. Vor 50 Jahren war ein Kühlschrank, ein Staubsauger oder eine Waschmaschine alles andere als selbstverständlich. Damals konnte man nur wenige und teure Haushaltsgeräte kaufen. Erst mit der Lancierung der Eigenmarke Satrap ist das anders geworden. Und Elektrohaushaltsgeräte sind auch für gewöhnlich Sterbliche erschwinglich geworden. Für die damalige Zeit eine echte Pionierleistung. Auch im Jubiläumsjahr geht Satrap einen Schritt voraus und offeriert mit der A++ Gefriertruhe und dem A++ No-Frost Gefrierschrank von Ökoplan sparsame Kühlgeräte von der neuesten Generation. Die moderne A++-Technik macht es möglich, dass man im Vergleich mit einer 20-jährigen Gefriertruhe gut 80% Strom sparen kann. Bei der neuen Gefriertruhe von Satrap macht das im Jahr über 120 Franken aus. Viel Komfort bietet der neue Satrap No-Frost Gefrierschrank. Er ist mit einem Umluftkältesystem ausgestattet, das dafür sorgt, dass man nie mehr selber abteilen muss. Alle Satrap Kühl- und Gefriergeräte können Sie durch einen Coop-Lieferservice, übrigens gegen eine Gebühr, zu Ihnen heimlachen. Und wir sind wieder zurück in der Küche, da geht es ums Anrichten. Die Bullebröschli die haben ja jetzt 20 Minuten drauf pochiert, zum Gemüse. So, und das Tex-Mex wollen wir natürlich anrichten. Susanne, ja. Ich bleibe in der Schweiz und gehe ins Tessin. Ja, aber du weißt, dass sie dort den Gotthard zumachen? Nein. So, und unser Bullebröschli kommt noch oben drauf. Und jetzt für die Dekoration haben wir etwas Spezielles überlegt. Da habe ich so eine schöne Chili-Blume gemacht. Das geht einfach, wenn man sie längs mehrmals einschneidet und dann ganz sicher 20 Minuten ins Eiswasser reinlegt. Und dann geht es so richtig schön auf. Das Rezept ist wie immer nachzulesen in der Coop-Zeitung oder im Internet. Ich
weiss nicht, woher ich in die Ferien soll. Wo machst denn du deine Kochkurs? Die gebe ich zu Mexiko. Ja, und der Kaktusvirus? Das ist der Ernststoff, glaubt ihr nicht. Einen ganz schönen Sommer. Ja, das wünsche ich auch. Wiedersehen. Das ist nicht wahr. Nein. Und Tunesien?